quoi faire, hein? Son steak, le fameux quoi? D'avoir. Papapapapa. Ouais, puis on m'arrête de charger sur mon espion. So. Die ich auch noch rumwackeln, was ist denn das? Außerhalb zum Gebäude. Seht ihr das hier hin? Da laufen Leute rum. Bin ich mir nicht ganz sicher, war hier noch ein Versteck? Da schließt doch richtig mein Gleitschwurf, dass er nicht reingeht. Ich hatte es doch noch in Erinnerung. Quatsch, falsche Ding. So, aha. F8. Kurz ein Aufnahmestopp. Langsam, aber sicher gewöhne ich mich daran, dass ich mit dem F8 noch einen kurzen Aufnahmestopp mache. Weil das bringt überhaupt nichts, wenn ich das F8 mache und nachher muss ich stundenlang, also wie jetzt Quicksave, F8, ich habe das Quicksave für F8, wenn ich dann stundenlang hier muss ich aufpassen, hier ist nämlich irgendwas, war hier gefährlich. Ja, das hat mich hier immer gegrillt, kann ich mich deutlich daran erinnern. Gehe ich auch zu. Ups. Seltsam von der Seite rein. Ja, ich wusste es doch nicht, aber was Böses. So. Hier ist im Übrigen ein Versteck. Ach, da kommen sogar blind rum. Das haben wir sogar. Guck rein. Da kommt doch Karl GPR, das Ding. Das ist eine, ja, gut, das kann ich nicht. So, ich habe noch ein bisschen was gefasst gefunden. Ach, da ist es nicht. Ja, genau. Ach, schon die Länder machen. Das blendet sich nicht auf. Durch diese. Ist da nicht? Ach, eine Batterie. Nee, was war das? Das war keine Batterie, aber das war was ähnliches. Ich glaube, das selbe Effekt, aber größere Stärke. So, nehmen wir raus. Das ist der Sinn eigentlich überhaupt nicht. So. Hier oben ist normalerweise, findet man noch ein Versteck. Hier oben findet man normalerweise noch ein Versteck, muss man hier hochkrabbeln. Okay. Ich zeige euch mal noch ein Versteck, ob das noch ein bisschen bösartig ist. Und hier sind quasi keine Zielmissionen und dann, wenn man schon vorläuft, sind sie wieder da. Bumm. Da sind sie wieder. Wird aber der Bildschirm so komisch gelb. Ach nee, so heftig, das müssen wir sogar holen. Gucken wir mal, hier kommt man rein, so schön kleines Loch, kommt allerdings auch von oben her rein, weil hier oben ist so ein, also das Verschwimmen hier, das ist nicht von mir, das ist wirklich, wie gesagt, durch diesen Sea-Effekt hier. So, hier war also sozusagen dieses Ding, wo die ganze Zeit rausgekommen sind hier, und dieses Steuerpult, dann kommt das Gebäude auch von oben rein. Und ich hab's schon, Lampline, ich hab's schon gesehen, wir müssen wirklich an dieses verblödete Versteck. Man hat gesehen davon, dass hier Elektroanomalien sind, ich fahr mich da mal einfach durch. Nach dem Modell leck ich noch am Arsch. Ja. So, ist hier, ist nicht weiter drin, wie es für dieses von RPG hier, ein paar Granaten hier, ein paar Raketen, aber... Das Problem ist, deswegen hole ich vermutlich jetzt auch gar nicht, das soll hier drin sein. Und du findest den Punkt hier, es ist fast nicht möglich, diesen Punkt zu finden. Ah, jetzt, das hatte ich schon gerade. Es ist nur an einem ganz kleinen Punkt, findet man manchmal, immer dann, wenn man sieht, pup, hat man aus Versehen schon weiter gedrückt. Eins habe ich mir so angezeigt. Das ist nervig. Also ich habe da wirklich schon ewig davor gesessen und es hat nicht geklappt. Komm, komm, komm. Da oben rausschießen oder irgend sowas. Ach, jetzt stehe ich wieder vor dem Ding. Du weißt nicht, wo du ansetzen sollst hier. Wie nah da rangehen sollst. Also wie in der Sümpfe, da hat man doch mal so eine blöde Dings gehabt, so eine blöde Kiste, wo es auch leichte Probleme gab. Die haben sie auch so ein Mist programmiert.
Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, dass die Leute hier eine halbe Stunde vor diesen Scheißhirten stehen sollen. Also das ist nicht spielfördernd, weil es ist wirklich, also, naja, da möchten wir wirklich bald das Spiel anhalten und die Sache beenden. Wenn sie einen so mit solchen Mist hier quasi quälen, die Programmierer. Ja, ich hab's gerade wieder kurz gehabt, das ist irgendwie bloß so ein kleines Pünktchen irgendwo. Ich glaub's nicht. Wegen einer so einer Scheißrakete. Hier ist irgendwo, guck, hier zeigt, völlig blöd, zeigt's mal eh mal dieses Pünktchen an. Ah, hier. Also. Jetzt ist es schon wieder, ach hier. Ach, das ist ja Wahnsinn. Na gut, kommen wir mal einfach durch. So. Wir haben genug sich Energiekuchen, die das nach und nach wieder aufladen. So, und hier sind wir reingekommen, gehen wir hier wieder raus. Ich bin nur bloß, also weiß Gott, alles an Zombies abgeknallt, was hier in der Busch da rumrammelte. So. Weiter geht's dann hier hinten. Wie gesagt, in den roten Wald. Ja, das sind bloß so Hütten, wo halt irgendwelcher Mist drin ist hier. Also vor Verstecke und allen Barberschmatzeskram. Wie gesagt, wenn Versteckjäger haben hier einiges zu tun. Okay. Und ist aber jetzt nicht unbedingt was für ein Let's Play. Nichts drin. So. Hier ist das Tor zum Roten Wald. Wir gehen noch nicht durch. Ich wollte es euch bloß schnell zeigen. Okay. Gucken wir mal an, wo geht es denn hier hin? War ich schon mal drin? Ach, das ist die andere Seite von dem. Ach, da ist auch irgendwo ein Versteck gewesen. Ein Rohr oder irgend sowas. Oder hier hinten. Da ist schon nicht mehr. Ist auch nicht richtig. Wir haben eh keine Versteckkoordinate dafür. So, wie gesagt, hier ging es raus. So, hier kann man auch noch rumbatschen. Da kommt man wieder also am Ende von der Basis von dieser Dings hier raus. Hier rechts ist jetzt wieder dieser Kran, die Krananlage hier. Diese riesige. So, hier im LKW ist dann meistens noch ein Versteck. Was bist du für einer? Guck mal, wieso steht denn da nicht auf? Soll ich dich erlösen, Rudi? Soll ich dich erlösen? Hm? Halt mal. So, hier sind noch Verstecke drin oder irgendwelche. Ups, Elektroanomalie. Oder mal, ich gucke mal. Das ist gar nicht, ob der vielleicht eventuell. Ne, jetzt bloß ein Partygrill für Stalker. Kiste. Ja. Versteckkiste. Oh, hier haben wir was. Energy Drink. Energy Drink. Ja, von schlechtem Meckern. Da fliegt hier auf einmal los wie ein Gestörter. Will ich da Rinder? Ja, ich will. Ich will immer hier bin. Ja, hier bei denen kriegt man ja auch Aufträge hier. Was war da durch? Cool. Gefällt mir. Ja, ich bin eben Dungeon Master Fan. Ich rammel eben gern durch dunkle Höhlen. Ja. So, das ist wieder das Gebäude, wo wir drinnen waren. Und haben das eben Artefakt geholt. Also werden wir uns nachher angucken. Die Artefakte. So. Ja, wie gesagt, da kriegt man dann halt von den Leuten kriegt man dann hier solche Aufträge wie hol eine Übungshandgranate, die ist dann hier irgendwo, hier hinten bei den Gebüsch ist die dann irgendwo, also total bescheuert. Also manchmal sind die Nebenquests ja nicht so prickelnd. Kommt man sich ein bisschen veräppelt vor. Weil das ist dann so offensichtlich, dass das bloß eine künstliche Spielzeitverlängerung ist.
Das ist dann so offensichtlich, dass es dann ja irgendwie nicht mehr so richtig Spaß macht. Ach ja, sind auch nicht starker rum. Die können sie nicht mehr leiten, weil wir vorhin den E, weil wir den E unten in der Basis abgeknallt haben. Ich sag mal, war hier nicht ein Artefakt. Oder war hier blöd. Ach, kann doch sein, dass hier ein blödes Versteck. Ach, hier war ein blödes Versteck. Hier ist eine Versteckkoordinate normalerweise. Aber ich wusste, ich bin hier nämlich immer runtergerammelt. Artefakt war ja keins mehr. So, hier sind auch nichts, was einen aus dem Sessel reißt. So. Warte mal, ich mach mal die Karte an zur Orientierung. Nicht für mich, für euch. So, damit ihr wisst, wo wir überhaupt sind. Okay. Also wir sind jetzt von hier raufgerammelt, haben hier den Lefties Truppe getroffen. Wie sie steht denn da noch immer? Sehr seltsam. Sind hier rein gemacht, hier rüber, haben uns eigentlich hier auf dem Tag positionieren wollen, sind von diesem Trottel runtergeschubst worden, sind dann hierher gegangen, haben hier dann das Zeug gemacht, sind jetzt hier rumgelatscht, jetzt sind wir hier runter, hier hinten haben wir geguckt wegen Artefakten, jetzt sind wir hier, laufen wieder hier runter, könnten vielleicht aus Langeweile den Baumstamm noch mitnehmen und gehen wieder rüber zu unserem Professor, um ein wenig zu labern und ja, Munition einzusammeln. So, dass mal Feinde kommen ja hier irgendwie nicht. Ach so, wir könnten hier durch, wir könnten hier durchlaufen. Warte mal, wenn wir hier durchlaufen, kommen wir. Nobel. Perplex. Kamen wir da nicht unten raus? Ach, das geht in die Kurve rum, genau. Ach ja. Schön finde ich das. Dunkle Röhren, nichts zu sehen. Plötzlich stehen irgendwelche Monster vor dir. Ach, Schliefe. So. Apropos Monster, hier steht irgendwas. Ach nee, das ist kein Monster. Das ist bloß der. Einer von der Freiheit. Der Freiheit war schon von der. Stalker. Jetzt, wo ich dem Arsch mal zuhören wollte, legt er die Gitarre weg. Ich dachte, das wäre von jener oder was er gesehen hat. So, was? Kiste mit dem. So, auf zum Sacharow. Sacharow, Rudi, wo bist du? Geh zum Roten Wald, sagt er. Sagen sie. Wie geht es dir, junger Mann? Ach so, was macht denn eigentlich mein Anzug? Oh, jetzt noch so was sprickelnd. Hattest du Erfolg? Ich will handeln. Es hat mich gefreut, mit dir zu reden. Na, sehr gesprächig war schon mal gerade nicht, oder? So, haben wir noch Munition, egal wie viel es kostet. Was ist das? Das war doch. Nee, die Munition wollen wir keine haben. Scharfschützenmunition haben wir noch mit. 11.000 haben wir. So, noch irgendwas, was wir gebrauchen können. Ne, Sunny-Zeug haben wir eigentlich 38 und 45 mal Sunny. Also wenn ich so oft auf einen Haufen sterbe, so das Ding geht auf jeden Fall weg. So, was haben wir hier eigentlich aufgesammelt? Das war eine Schneeflocke. Ausdauer plus 6. Halt die Ecke feste. Ausdauer plus 6. Können wir aber jetzt noch nicht nein machen. Sehe ich gerade. Und das war Ausdauer 4. Ausdauer 6. Also können wir die Muschel verkaufen, weil wenn dann im Stuhl sieht Ausdauer 6 rein. Kann es aber jetzt nicht reinnehmen, weil da brauchen wir noch eine Blase.